Hallo, liebe Deutschlernende! Heute reden wir über zwei lustige Wörter. Und diese Wörter bezeichnen einen kleinen Jungen oder auch ein kleines Kind im Allgemeinen. Ja? Wir sagen 3 Käse hoch, wenn wir über ein Kind sprechen, das so tut, als sei es ein Erwachsener. Ja, ein kleines Kind, das sich sehr wichtig tut und das versucht, die Erwachsenen nachzuahmen, ja, und so tut, als sei es ein Erwachsener. Ja, und das ist meistens sehr, sehr süß. Ja, und solch ein Kind, vor allem Jungen, nennen wir einen 3 Käse hoch. Ja, ich habe keine Ahnung, wie hoch die Käse sind, über die man in diesem Fall spricht. Ja, aber wenn ein Kind jetzt, weiß nicht, so groß ist, ja, dann ist vielleicht 1/3 davon, ja, so viel, ja, das ist 1 Käse, ja, und 3 Käse hoch bezeichnet die Größe des Kindes, ja. Es ergibt nicht viel Sinn, ja, also die Erklärung ist nur mein Versuch, ein bisschen Sinn in das Wort zu bringen, ja, aus irgendeinem Grund sagen wir 3 Käse hoch. Ja, 3 Käse, ja, und hoch, ja, wie Höhe, ja. Und Kinder sind natürlich nicht sehr groß, ja, sie sind klein, ja, sie sind nur 3 Käse hoch, was auch immer das bedeutet. Und eine andere Bezeichnung, ja, die man auch verwenden könnte für einen kleinen Jungen, ja, ist Knirps. Ja, ich finde, das ist ein total tolles Wort, ja. Knirps. K-N-I-R-P-S. Ja, K-N-I-R-P-S. Knirps. Sag es mit mir. Knirps. Knirps, ja, so nennt man kleine Kinder, ja, die besonders süß sind, ja, und wenn du ein süßes Kind siehst, kannst du sagen, ah, schau mal, so ein 3 Käse hoch, schau mal, da ist ein Knirps. Ja, jetzt hast du wieder etwas gelernt und 2 wunderschöne deutsche Wörter gelernt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!